Herzlich willkommen bei Thun. Ich bin Kevin von den Wirtschaftsunion Köln und wir sprechen heute über unseren Gründerpreis und über Hürden, die Gründern so im Alltag begegnen. Ich habe mir dazu zwei Gäste eingeladen, Rebecca und Rolf. Rebecca, magst du dich einmal vorstellen? Ja, super gerne. Also wie du schon sagtest, mein Name ist Rebecca und ich bin die Co-Gründerin von Nomu Eis. Nomu steht für keine Kuh, ist demnach ein pflanzliches Bio-Speiseeis, mit dem wir versuchen, Geschmack und Nachhaltigkeit zu verbinden. Super, danke. Und Rolf, was machst du so? Ja, ich bin seit 2005 bei der Wirtschaftsunion Köln und 2006 Mitglied, war mal 2008 Arbeitskreisleiter und habe sonst auch mich immer mal da engagiert und bin sonst beruflich Patentanwalt und von der Ausbildung Chemiker und betreue jetzt lauter Konzerne, Mittelständler, aber auch Gründer und Startups eben bei ihren Herausforderungen mit Patenten, Marken und Designs. Sehr gut, danke euch beiden schon mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Rebecca, wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt im Rahmen unserer Gründerpreisbewerberphase. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie seid ihr auf unseren Gründerpreis aufmerksam geworden? Tatsächlich durch einen Mitarbeiter, der die Aufgabe hatte, alle möglichen Wettbewerbe zu screenen im Internet und uns zu bewerben. Und da ist auch der Gründerpreis mit reingefallen. Demnach ging die Bewerbung dann raus. Dann hatten wir dieses Telefoninterview, wo echt nochmal mit vielen intensiven Fragen gescreent wurde. Und dann wurde man nochmal persönlich eingeladen. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt in dem Vorgespräch, bevor es dann halt vor die Jury ging. Genau, und wie war für euch so die Bewerbungsphase? Also wir haben das jetzt ja aus Sicht der Wirtschaftsunion wahrgenommen. Das ist natürlich auch immer spannend, wie das aus Sicht der Gründer wahrgenommen wird. Wie war das so für euch? Also ich fand die sehr strukturiert. Und vor allem, was ich gut fand, man hat schon das Gefühl, es ist gar nicht so leicht, in die letzte Runde zu kommen, weil es halt eben nochmal diese Zwischenphase gab. Und da wurde echt sehr detailliert nachgefragt in die verschiedensten Bereiche des Unternehmens rein. Und dann vor Ort, es war super herzlich, nett. Man hat ja auch ein paar andere kennengelernt, die sich da vorgestellt haben. Und vor der Jury war auch toll, also generell wunderbare Eindruck bekommen. Sehr gut, das ist ein schönes Feedback, das freut uns natürlich. Danke dir. Und du warst ja bei der Preisverleihung nicht dabei, aber hast du vielleicht so ein paar Eindrücke aus deinem Team bekommen, wie die die Preisverleihung so wahrgenommen haben, wie die das empfunden haben? Genau, ich habe sie nochmal gefragt und sie fanden super cool. Vor allem war das ja auch bei den Kölner Haien, die waren ja damals die Gastgeber und auch wieder das Feedback sehr, sehr freundlich, sehr herzlich. Es gab wohl gutes Essen und Trinken und ein nettes Networking hinterher. Also durchweg durch die Bank positives Feedback von allen, die da waren. Das ist schön zu hören, da hat sich die Arbeit ja auch gelohnt von unserem Team. Wir haben ja im Team wirklich intensiv darauf hingearbeitet, also einmal um die Bewerbungsphase so angenehm wie möglich zu machen, aber natürlich auch um in der Gründerpreisverleihung, in der Party dann den krönenden Abschluss im Endeffekt zu finden. Und Rolf, jetzt zu dir, du bist ja schon ein paar Jahre länger bei den Wirtschaftsunion und den Gründerpreis gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wie ist das denn für dich, den Gründerpreis? Wie hat sich das so entwickelt? Ja, also als ich zu den Wirtschaftsunion kam, gab es den schon ein paar Jahre. Den gibt es ja schon über 20 Jahre. Also eines der Projekte, was es wirklich kontinuierlich über viele Jahre schon gibt. Und das ist immer so ein Highlight-Projekt gewesen. Da versuchen wir immer irgendwie ein cooles Event zu nehmen. Entweder ein Event, was sowieso schon bei den Wirtschaftsunion stattfindet oder eben extra eine Preisverleihung, wie jetzt im letzten Jahr. Und da waren ja auch schon ein paar spannende Unternehmen dabei. Also ich bin so in der Vergangenheit, in 2008 war ich Arbeitskreisleiter und da hat der Hendrik Loll gewonnen. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Hintergrund von dem Gründerpreis. Da werden ja nicht die Unternehmen eigentlich kriegen den Preis, sondern die Gründerpersönlichkeiten. Es kommt auf die Persönlichkeit an, es kommt nicht so sehr auf den Businessplan an, auf den Liquiditätsplan, sondern ob man den Unternehmer, den Personen zutraut, ein Unternehmen zu führen. Und 2008, da hatten wir wirklich ein Highlight dabei, das war der Hendrik Loll. Der war zu dem Zeitpunkt 17, hat mit 14 sein erstes Unternehmen gegründet, hat, glaube ich, das Geld da verdient, indem er Lufthansa angeboten hat, in dem alten Gebäude die ganzen Drucker abzubauen und hat die dann wieder weiter verscherbelt und hat da richtig viel Kohle mit verdient. Und hat dann da eben 2008 den Gründerpreis gewonnen. Dann gab es später aber noch so Unternehmen wie Hafervoll, die heute auch in jedem Supermarkt zu finden sind. Dann gab es SoSafe, die eben so IT-Security auch heute sehr erfolgreich sind. Also ein paar richtig spannende Unternehmen, die da damals noch ganz klein waren, als sie da gewonnen haben und heute aber sehr erfolgreich sind.
Also sind da ja wirklich schon sehr interessante Unternehmen daraus hervorgegangen und seit Jahren auch schon irgendwie dabei, dass sich eben spannende Unternehmen für den Gründerpreis bewerben. Ja, und das Schöne ist, manche von den Gründern entdecken dann die Wirtschaftsjunioren und werden dann Mitglied. Der Henrik Loll ist jetzt schon lange Mitglied und war auch das jüngste Vollversammlungsmitglied bei der IHK-Vollversammlung und dann in Bonn auch in der IHK-Vollversammlung. Also ja, voll der Shootingstar gewesen damals. Habt ihr einen guten Riecher, was? Genau, aber sag mal, Rebecca, wie habt ihr euch dann entwickelt? Also wir haben ja im letzten Jahr auch miteinander gesprochen, habt ihr erzählt, wie das bei euch so läuft, wie groß ihr seid und alles. Wie hat sich das in dem letzten Jahr, seitdem ihr beim Gründerpreis mitgemacht habt, weiterentwickelt? Puh, seitdem ist super, super viel passiert. Also ich glaube, als wir beim Gründerpreis waren, waren wir ein sehr kleines Team, vielleicht aus 5 Leuten bestehend, 2, 3 Vollzeitler, ein paar Werkis, ein paar Praktis. Mittlerweile sind wir schon 18 Leute und fast nur Vollzeitler mit einem Außendienstteam, das in komplett Deutschland vertreten ist, mit 1000 Märkten, in denen wir vertreten sind. Es hat sich schon enorm viel getan. Wir haben jetzt ein neues Büro auch. Also rückblickend ist es immer crazy, wie viel plötzlich dann doch passiert in so einer kurzen Zeit. Man kriegt das eigentlich gar nicht so mit, weil man immer nur im Vorwärtsgehen ist. Also wenn man da Schritt für Schritt geht, bekommt man das nicht so mit, sagst du. Aber ich finde das natürlich schon beeindruckend. Letztes Jahr, genau, du sagst ungefähr 5 Leute, so hatte ich das auch in Erinnerung. Mhm. Dieses Jahr dann schon 18 Leute mehrheitlich Vollzeit angestellt. Und wie war das denn für dich in der Entwicklung? Also du hast ja auch ganz andere Führungsthemen dann beispielsweise, wenn du so eine starke Skalierung hinlegst mit dem Unternehmen. Wie hast du das gemeistert? Ja, stimmt. Also zum einen sich einfach in die Situation reinstürzen und gar nicht viel drüber nachdenken. Das ist immer meine Devise, einfach machen. Aber wir haben natürlich auch Bücher gelesen, wie ein Scaling-Up, wo dann auch drin steht, wie kann man Personal gut führen, was braucht es da vielleicht für Strukturen. Uns war schon immer das Thema Feedback extrem wichtig, weil ich weiß ja selber gar nicht, wie ich als junge Chefin und meine Mitarbeiter sind vielleicht sogar älter als ich, auf die jetzt wirke, wenn ich dann wieder eine neue Idee habe oder irgendwas von denen will. Und da sich einfach viel Feedback einzuholen. Wir führen jeden Monat ein Einzelcoaching, alle 3 Monate gibt es ein Feedbackgespräch. Man kann immer auf uns zukommen. Es gibt tägliche Meetings, wo man halt immer ein Feedback abgibt, was hat mir heute gut gefallen, was hat mich gestört. Also das ist super wichtig, um sich da einfach weiterzuentwickeln. Das heißt, ihr legt auch viel Wert darauf, dass das Feedback in beide Richtungen geht. Also einmal von dir zu den Mitarbeitern, aber auch von den Mitarbeitern wieder zu dir, damit du dich da weiterentwickeln kannst. Also wir haben quasi so einen Prozess, wo wir halt uns jede Woche anschauen, was gibt der Mitarbeiter für Feedback, was haben wir für Feedback, was geben die Kunden für Feedback auf B2C-Ebene, aber auch auf B2B-Ebene, um halt kontinuierlich immer besser zu werden. Ja. Denn wir selber wissen ja gar nicht, was der Markt will, sondern wir müssen es halt aus dem Markt, also bottom-up-mäßig, erfragen. Ja, Respekt und wow, wie schnell ihr da auch skaliert seid. Kommen da denn auch Hürden auf euch zu, im Sinne von Wachstumsschmerzen, von denen man ja häufig hört? Ja, eine ganze Menge. Also da reichen meine 10 Finger gar nicht, um die aufzuzählen. Vielleicht gebe ich einfach kurze Einblicke, die da so auf einen zukommen. Also man muss erstens auf alles gewappnet sein, für alles gewappnet sein. Also Thema Verpackungslieferanten liefern nicht. Oder man wächst zu schnell und hat nicht genug Eis zum Verkaufen. Was macht man dann so? Ne? Man muss ja irgendwie liefern können, sonst ist man wieder schnell aus dem Markt raus. Oder hatten wir auch den Fall, Erdnussmus sollte zu unserer Produktionsstelle gehen, um Erdnusseis herzustellen. Da hatte der Lieferant, der LKW, halt einen Unfall mit dem Erdnussmus. Alle Eimer sind ausgekippt, wir hatten keinen Mus mehr, mussten 2 Wochen warten. Ne? Oder wenn plötzlich die Produzenten, wenn eine Ernte schlecht ausfällt, das Wetter zu heiß ist, das Mangopüree wird plötzlich teurer, passt nicht mehr ganz in meine Kalkulation rein. Ein Stakeholder geht plötzlich pleite, Kunden zahlen nicht rechtzeitig, Mitarbeiter können schwierig werden. Also, da muss man wirklich immer einen gesunden Optimismus haben, dass schon alles gut wird und dass man für jedes Problem oder jede Herausforderung, wie man es immer nennt, eine Lösung finden kann. Ja, das sind ja häufig auch so Probleme, mit denen rechnet man auf den ersten Blick nicht. Also wenn man jetzt als Außenstehender sich mal ganz vereinfacht anschaut, wie mache ich das, dann würde man vielleicht denken, okay, ich brauche irgendwie eine Produktion, ich brauche eine Verpackung und ich brauche einen Vertrieb. Und wenn das irgendwie alles läuft, dann geht das schon seinen Weg. Und du sagtest ja, dass eben noch viel mehr dazu zählt. Und das ist wahrscheinlich ja auch so, wenn sich mal Kunden nicht direkt an das Zahlungsziel halten. Absolut. Für euch als kleines Unternehmen, das eher massiv in Vorleistung geht. Und die Mitarbeiter wollen natürlich rechtzeitig dann bezahlt werden und haben da ja auch das Recht drauf.
Und wie geht ihr dann mit solchen Problemen um, beispielsweise mit dem LKW, mit dem Erdbeermus? Also habt ihr da einen Prozess für euch oder wie geht ihr mit dem Troubleshooting denn um? Wir sind dann immer sehr pragmatisch und improvisieren viel, finden schnell Lösungen, weil es gibt so einen Spruch, der geht so, es gibt immer einen Weg. Ne? Also wenn Menschen zum Mond fliegen können, dann muss man jetzt irgendwie auch an den Erdnussmus rankommen. Zum Beispiel, als wir kein Eis mehr hatten, weil unsere Verpackungsvorlaufzeiten sind relativ lang, haben wir uns irgendwoher weiße Becher besorgt, haben dann Etiketten, Sticker drucken lassen, haben das bei einer Behindertenwerkstatt über 100.000 Becher bestickert, nur dass wir Eis wieder verkaufen können. Dann war es zwar nicht bedruckt, aber es war trotzdem ein Becher mit einem Logo drauf und so. Ne? Und ganz wichtig zu lernen, nicht spitz zu planen, sondern immer mit einer genügend großen Vorlaufzeit und auch noch einen Plan B oder C im Petto zu haben und dann wird alles gut werden. Ja, das ist eine sehr schöne Herangehensweise und auch ein schönes Motto natürlich, dass man nicht beim ersten Problem in den Kopf in den Sand steckt, sondern sagt, hey komm, wir finden eine Lösung, es können Menschen zum Mond fliegen, das fand ich einen sehr schönen Spruch, dann können wir auch dieses Problem lösen. Ja, dann fängt es ja erst an Spaß zu machen. Genau, wenn immer alles funktionieren würde, wäre es ja auch manchmal langweilig. Ein bisschen langweilig, genau. Dann würde ja auch die Action fehlen. Mhm. Super, danke. Dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter zurück im Gründungsprozess. Rolf, du sagtest ja, dass du viele Gründer auch zu dem Thema Marken und Patente betreust und wahrscheinlich auch schon ab der Frühphase. Was sind denn die Hürden, die du einfach bei diesen Gründern wahrnimmst, wo vielleicht auch viele Gründer dran scheitern? Ja, also die liegen aus meiner Sicht gar nicht so sehr im Bereich Patente und Marken, natürlich auch, und da beraten wir die dann ja auch, aber was mir häufig auffällt, ist, dass es eben so zum Beispiel Tüftler sind, die eben irgendwie ein neues Produkt entwickelt haben und super toll sind, ein Produkt zu konstruieren oder eine neue Technologie zu entwickeln, haben aber überhaupt kein Gespür für Zahlen oder überhaupt kein Gespür für Vermarktung und scheitern dann daran. Ja? Also von Startups scheitern eben einige oder die wir eben betreuen, schon einige daran, dass sie eben keinen Zugang zum Markt finden, weil sie sich eben nicht richtig vermarkten können oder weil sie einfach im Bankgespräch scheitern, weil sie keinen Liquiditätsplan haben oder keinen soliden Liquiditätsplan oder ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass so jemand, der sich eine tolle Technologie ausgedacht hat, ein Gründerteam sich zusammenstellen sollte, die eben, wo eben einer im Team auch sich super mit Zahlen auskennt und ein anderer im Team sich super mit Vermarktung auskennt, sonst funktioniert es nicht, sonst wird man nicht erfolgreich. Und ich versuche dann auch immer so ein bisschen Kontakte herzustellen und so. Ich habe natürlich auch mehr Spaß, wenn die langfristig erfolgreich sind, dann haben die auch langfristig Ideen und kommen immer schön zu mir. Also da helfe ich denen auch immer gerne ein bisschen, dass ich denen da auch Kontakte mache und so zu solchen Leuten. Ja, das sind natürlich schon sehr große, große Hürden, die man da im Endeffekt ja aus dem Weg räumen muss. Und das verdeutlicht ja nochmal, dass selbst die beste Idee relativ wenig wert ist, wenn man die natürlich nicht vernünftig an den Markt bekommt und auch nicht vernünftig kalkuliert bekommt. Mhm. Hattet ihr bei Numo die Probleme dann auch in der Anfangszeit, die Rolf gerade beschrieben hat? Zum Glück nicht, weil wir halt ja das richtige Gründungsteam hatten. Also mein Mitgründer ist unglaublich gut mit Zahlen, mit Prozessen, mit Finanzpläne erstellen. Und ich bin halt eben super gut in Vermarktung und das Ganze nach außen tragen. Und genau das braucht es auch. Also es braucht ein homogenes und heterogenes Team zugleich. Denn man muss homogen sein in dem, was man will, im Ehrgeiz und nach vorne gehen. Aber man muss super heterogen sein in seinen Fähigkeiten, sich halt ergänzen. Deswegen passt es ja auch, dass ihr im Gründerpreis eigentlich nicht die Geschäftsmodelle nur auszeichnet, sondern die Gründer selbst. Weil da gucken ja auch Investoren drauf. Ne? Also man sagt immer, dass die Pferde, die Gründer, die müssen richtig gut sein. Und dann kann man auch eine mittlere Idee irgendwie richtig gut zum Erfolg bringen. Ja, genau. Das ist schon wichtig mit dem Team, dass es in die gleiche Richtung geht, aber entsprechend jeder seine Kompetenzen einbringen kann und die sich dann ideal ergänzen. Das ist ja auch das Thema, Rolf, was du gerade schon angesprochen hattest. Und du sagtest ja auch, dass du sehr gut vernetzt bist hier in Köln und immer mal Kontakte herstellst. Wo können sich Gründerinnen und Gründer denn Tipps vielleicht mal herholen oder sich mal beraten lassen, wenn man da wirklich ein Problem hat bei einer Analyse stellen? Ja, also am besten bei den Wirtschaftsunion, ja. Muss ich sagen. Also der Verband hat mir so viel gebracht, also persönlich, beruflich, in meiner Weiterentwicklung, beruflichen Weiterentwicklung auch. Zum einen, ich bin ja selbst auch Unternehmer, ja, ich habe auch 12 Angestellte und das war auch nicht immer so.
man muss auch erstmal lernen, Menschen zu führen oder überhaupt zu kalkulieren und so. Und das war in meiner Anfangsphase, wo ich angefangen habe, so unternehmerisch zu denken, waren die Wirtschaftsunion super, weil ich mich da gut austauschen konnte mit anderen Unternehmern, die in einer ähnlichen Phase waren oder die vielleicht schon viel weiter waren. Und dann konnte ich die fragen, ja, wie machst du denn das, wie machst du denn das und das? Und dann hat man sich da super ausgetauscht. Auch der ganze Austausch national, international über Wirtschaftsunion Deutschland oder JCI hat mir ja beruflich auch, also in der Weiterentwicklung einfach auch viel gebracht, mich da einfach auszutauschen mit anderen, wie die mit bestimmten Problemen einfach umgehen. So. Sehr gut. Du sagst ja, dass du auch in das Thema Führung dich erst rein entwickeln musstest. Rebecca hatte ja schon davon gesprochen, dass es wichtig ist, da regelmäßig sich auch Feedbacks einzuholen. Du sprachst jetzt auch davon, in den Austausch zu gehen mit anderen Unternehmern beispielsweise. Gibt es noch Komponenten, die dich da weitergebracht haben in dem Thema Unternehmenswachstum, Angestellte, Führung, weil das Gründer natürlich auch irgendwann erwartet, sobald das Unternehmen größer wird? Ja, also wichtig für Wachstum ist natürlich, dass man immer mehr Geschäft reinholt, denn sonst wächst man nicht, dann kann man noch so viele Leute einstellen und das macht mir Spaß, eben so hier, sagen wir mal, im Rechtsbereich spricht man ungern von Werbung und Marketing und wir machen auch, schalten auch keine Werbung und so, aber einfach uns bekannter zu machen oder uns zu vernetzen, das macht mir viel Spaß. Wir haben einen YouTube-Kanal mit 200 Videos drauf, wo ich auch schon, glaube ich, jedes erdenkliche Thema in dem Bereich mal erschlagen habe. Und damit haben wir viel Sichtbarkeit einfach und auch durch die vielen Konferenzen, wo ich da bin, auch als Speaker und so auftrete, haben wir viel Sichtbarkeit und dadurch eben auch viel Anfragen, die reinkommen einfach. Ja. Ja, gerade die Sichtbarkeit ist dann natürlich sehr wichtig. Rebecca, wie macht ihr das denn in eurem Geschäft sichtbar zu sein, natürlich auch gegen relativ große Mitbewerber, die ihr da habt, als noch kleine und rasant wachsende Brand? Also wir machen die verschiedensten Zweige von Marketing, also PR-Vorträge, wie auch du, Rolf, Instagram-Marketing, sehr wichtig, Influencer natürlich, Google-Ads, Shopping-Ads, Gastronomie bespielen, auf Events gehen, also wirklich auch die verschiedensten Zweige abklappern. Und du hattest vorhin noch ein super spannendes Thema angesprochen, als es um das Team ging, nämlich das Thema Investoren. Habt ihr damit auch Erfahrungen bei euch? Ja, wir haben im April 2019 die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, haben 3 Investoren an Bord und sicherlich wird dieses Jahr auch nochmal eine folgen. Okay, spannend. Und hast du bei dem Thema, das steht ja auch vielen Gründern bevor, gerade wenn sie irgendwie in Wachstum gehen wollen. Hast du da vielleicht auch Tipps neben der Zusammenstellung des Teams, worauf so Investoren achten und was man bei einem Pitch beachten sollte? Also Investoren gucken natürlich auch immens auf das Geschäftsmodell und die interessiert halt, wie groß kann diese Idee werden, wie groß ist der Markt und welchen Anteil des Marktes kann dieses Unternehmen daran gewinnen und wie viel Profit kann ich dann daraus schlagen. Da gucken die drauf, die gucken aber auch, wie sehr oder wie schön leicht ist, diese Idee nachzumachen. Hast du irgendwelche Barrieren, von denen du dich abgrenzen kannst? Und dann schauen sie darauf, ob das auch schnell genug geht, dass du da wächst. Das ist ja auch sehr wichtig. Und sie gucken aufs Team, ob sie diesem Team zutrauen, dieses Wachstum zu realisieren. Super spannend. Und zum Thema Nachmachen, da kann man sich ja, wenn man sich unsicher ist, auch mal bei Rolf beraten lassen. Genau. Rolf, hast du denn noch Tipps für Gründerinnen und Gründer, wenn die jetzt gerade vielleicht vor der Gründung stehen oder in der Anfangszeit stehen, was du denen so mit auf den Weg geben würdest? Ja, also es gibt auf jeden Fall als wichtigsten Tipp Mitglied bei den Wirtschaftsunion Köln werden. Hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Oder einfach in den Verband eintreten oder in einen Verein oder sonst wie eintreten, wo Gleichgesinnte mit dem ähnlichen Mindset Unternehmer auch organisiert sind, mit denen man sich eben dann zwanglos austauschen kann und einfach auch gemeinsam Spaß haben kann und so viel einfach miteinander Projekte macht und dann so aber auch sieht, wie ticken denn die anderen, wie gehen die anderen an Probleme ran. Das hat mir jedenfalls super viel geholfen. Ich bin eben seit 2005, also schon sehr lange dabei und das hat mich auf jeden Fall total nach vorne gebracht. Dann ist vielleicht noch wichtig, dass es eben dieses heterogene Team gibt, wovon auch Rebecca gerade gesprochen hat.
dass eben der Tüftler sich nicht denkt, dass er der große Macher ist und alles selbst schafft. Das ist manchmal so, dass die Leute denken, ich habe so eine tolle Idee, ich schaffe das auch alleine. Das ist eben nicht so, sondern dass man sich eben ein Team zusammenstellt, wo eben auch ein Zahlenmensch und ein Marketingmensch dabei ist. Und dann, was jetzt eher in meinem Bereich reinspielt, ist immer, was ich immer wieder entdeckt habe, ist, dass die Leute sich einen schicken Namen ausdenken, dann damit in den Markt gehen und dann nach 3 Jahren oder so abgemahnt werden, weil es halt schon eine andere Firma mit dem gleichen Namen gibt, die eben fast das Gleiche machen. Hatten sie halt vorher nicht recherchiert und dann müssen die halt den ganzen Gewinn rausgeben und sich einen anderen Namen suchen und das ist dann immer Katastrophe und für manche Firmen dann auch Genickbruch. Das heißt, vorher immer gucken, kann ich den Namen sicher einsetzen und so. Ja, da ist die Verlockung natürlich immer da, wenn man irgendwie im Gründerteam oder als Gründer einen schönen Namen gefunden hat, zu sagen, hey, damit gehen wir jetzt im Markt. Aber ja, ja. Klar, das kann natürlich auch später noch horrende Folgen entsprechend haben. Ja, ja. Und du hattest ja auch schon ein paar Tipps genannt. Rebecca, hast du sonst vielleicht noch Tipps jetzt aus deiner bisherigen unternehmerischen Erfahrung, den du Gründern mit auf den Weg geben würdest, die eben noch ein paar Schritte weniger weit sind als du? Mhm. Eigentlich möchte ich nur einen Tipp heute teilen, und zwar einfach machen. Ich lerne so viele, vor allem auch weibliche Gründerinnen kennen, die so viel nachdenken, ob sie es machen, und dann vergehen noch 3 Monate und 4 Monate und vielleicht hat es dann irgendwie anders gemacht. Einfach machen und nicht beim ersten Rückschlag den Kopf in den Sand stecken, sondern sich auch ein bisschen darauf verlassen, das wird schon alles gut, und einfach daran glauben und ausprobieren. Und selbst wenn es scheitert, hast du ja einfach nur eine Erfahrung gewonnen. Es wird alles gut. Sehr schönes Motto. Danke dir. Und wo wir am Anfang über den Gründerpreis noch gesprochen hatten. Gibt es eigentlich einen dieses Jahr, oder? Ja, genau. Wir sind gerade wieder in der Planung für den Gründerpreis. Wir suchen quasi die Nachfolger, Gewinner oder auch Gewinnerinnen für euch. Kann man viele Leute empfehlen schon zum Gründerpreis? Genau, das wäre noch meine Frage gewesen, ob du dir denn empfehlen würdest, den Gründerpreis. Wir sind nämlich aktuell in der Bewerbungsphase. Das heißt, wenn ihr Gründerin oder Gründer aus dem Raum Köln seid, dann bewerbt euch gerne für den Gründerpreis in diesem Jahr. Und wie ihr von Rebecca gehört habt, ist ein sehr schöner Bewerbungsprozess und dann am Ende natürlich auch eine Party, auf der man sich gut vernetzen kann und vielleicht sogar gewinnt. Lohnt sich. Sehr gut. Ich danke euch beiden für eure Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.